Ich weiß gar nicht über die Orders. Wo sind nochmal die Orders? Genau, Set Order. Job announce some job cancer. Genau, gather animals, food, furniture, bodies, minerals, wood, mix, food. Activity Zone Orders. Workshop Orders. Was gemeint, Workshops. Auto, Loom, All Thread, use any cloth. Ah ja. Autoslaughter, Autobutcher, Autofishery und so weiter. Ja gut. Und wir haben einen neuen Passanten. Sehr gut. Ich hoffe, die sind jetzt nicht wirklich alle nur noch mit Dampen beschäftigt. Building Item Property. Nein, ups, das war falsch. Set Building Item Property. Doch, das war richtig. Dump. Achso, die unten, hier unten habe ich gar nicht deklariert zum Dumpen. Nur die hier. Ah ja. Na, das reicht auch erst einmal. Ich denke, ich gebe hier schon mal die richtigen Workshops in Auftrag. So, jetzt gucken wir noch mal kurz. Leatherworks, Quernmist und sowas brauchen wir alles nicht. Clothiers Shop auch nicht. Bowyer, Carpenters Workshop. Doch, den Bowyer brauchen wir später mal vielleicht. Jewelwer, J. So, Jewelwer aus Granit. Und in die untere Ecke, da bauen wir einen Mason haben wir, Craft Gnomes Workshop, die bauen wir auch hier unten noch ein paar auf. Mechanik brauchen wir auf jeden Fall. Hups, nicht die Kitchen, die Mechanik. Den bauen wir mal hier hin. Auch aus Granit, wir können ja später irgendwann mal umbauen alles. Und dann brauche ich natürlich noch einen Tinkers Workshop G. Den machen wir mal in die untere Ecke hier. Aus Granit. So. Wird sich schon jemand angesprochen? Mechaniker haben wir auf jeden Fall schon mal welche, oder? Mechaniks, ja. Ein unserer Glassmaker, unser Smith, unser Mechanik selber natürlich oder unser Chief Mechanik sind Mechaniker. Gut. Ja. Aber wahrscheinlich werden sie alle zu beschäftigt sein, damit Items zu. Genau, und unser Mechaniker ist natürlich damit beschäftigt zu angeln. Also ja, wir brauchen Mechanik, wir brauchen einen Gem-Cutting oder Gem-Setting. Oh. Building Workshops. Dyer Shops, Soapmaker, Tailors, Pottery. Die Unraveling Machine nachher ist auch cool. Damit können wir die Kleidung, die wir Eindringlingen abnehmen, einfach wieder zu Garn machen und sie neu verwenden. Oder unsere alte Kleidung wieder verwerten. Das ist ganz cool. Clothier. Gut, dann werde ich mal unseren Glassmaker einfach im Therapist. Also. Wargrep und Giga Games, die kriegen jetzt die heilige Aufgabe. Achso, wir haben den Koch, der macht Game Cutting. Ja, okay. Varus macht Game Cutting. Aber gut, unseren Glassmakern, die können wir auch noch so diese Aufgaben geben. Die fallen nämlich alle ins selbe Schema X mit rein. So. Gut, geben wir denen noch die Aufgaben. Thank you.
Ich weiß halt nur noch nicht, wie wir an die Sachen hier rankommen sollen. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist, oder? Wie ich das hier mit der Brücke mache. Weil ich muss auch hier noch die Rampen wegbuddeln. Hier ist auch noch der Channel-Befehl offen, aber sie sind jetzt alle mit Dampen beschäftigt. Wobei ich wahrscheinlich einfach das Dumpen hier mal wegnehmen sollte. B. Remove Dump. So, das kann alles warten. Sie sollen mir nur das den Hauptraum und hier die Gänge mal leer räumen. Den Rest können wir dann irgendwie anders lösen. Carpenter hat Wheelbarrows gemacht. Jo. Ich habe doch hier jeweils 3 Wheelbarrows designiert, ja. Aber wahrscheinlich sind alle wieder weiter mit Dampfen beschäftigt, bevor sie die abholen. Ja, da holt noch einer Stein von oben. Oh, ach ja, hier sollte ich auch den Dampf wegmachen. B, D. So, ja. Der Stein kann da ruhig rumlungern. Bis wir ihn mal brauchen. Ja. Sind die Workshops fertig? Chulwas Workshop. Cut Gems. Cut Anthrazit. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Nein. Q. Cancel. Add new task. Cut Gems. Encrust Games. Encrust Finish Goods. Encrust Armor. Achso, damit kann ich einfach nur verzieren. Okay. Mechanics Workshop. Make Rock Mechanism. Das machen wir gleich mal über den Manager. Also wir sagen, wir möchten Mechanism. Rock Mechanism. Was? Grind Rock into the nee. Construct Mechanism. Make Rock Mechanism. OM. Lassen wir das einfach mal sehen, ob was passiert. Make Glass Lens, Create Capacitor, Create Dynamo, Make a Wheel, Make a Wire, Make Zeug, Make Gem Lens, Clockwork Oszillator, Clockwork Piston, baue ich hier Wheel und What, aha, Kobalt, bla bla bla. Nein, das war schon mal nicht das richtige Gebäude. Also Buildings, Workshops. Oder muss ich das in einem Furnace machen? Woodsmatter, Glasfurnace. B.
bauen wir den Glasfurnace einfach mal spaßeshalber hier hin. Aus Granit. Weil unter Workshops sehe ich keinen Glasmacher. Craftsman, Siege Workshop, Mechanics Workshop. Fishery, Unraveling Machine, Soapmaker, Painter, Tailor, Pottery, Tetchery. Oder brauche ich einen Gadgeteers Workshop? Der braucht nur einen Economic Blocks. Ich lasse das mal weiterlaufen. Guck mal ganz kurz ins Manual. Die werden ja eh hier einiges zu tun haben. Okay, Gnome Buildings. Unraveling Machine, Crematory, Slag Pit, Excavation Site, Clockwork. Ah ja, Tinker's Workshop, Gnomes. Ne, Gadget hier ist zum Equippen. Mechanics Gem Cutting. Artificer. Clockwork Automaten Workshop. Nein, das ist alles für Uhrwerkssachen. Nö. Nein, machen wir mal wieder zu. Oder können wir das im Craft Gnome Workshop? Nein, hier sind nur Crafts, aber kein Glaszeug. Ork Abacus, Silverstands. Und Scarecrows, Vogelscheuchen. Nein. Okay. Needs Architecture. Architekten haben wir doch, oder? Architecture, ja. Wir haben einen Mechanik der Architecture, also Joker müsste das machen. Wenn nicht, Building, Workshops. Wo könnte man das noch machen? Metalsmiths Forge. Könnte es vielleicht noch sein? Taylors Workshop nicht. Painter auch nicht. Das hätte ich vielleicht noch vorher gucken sollen, in welchem Gebäude das gemacht wird. Ah ja, und die Mechanismen werden konstruiert. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ups, das war die falsche Taste. So. Hoch wollte ich wieder. Gucken, wie es hier aussieht. Also ja, a Kitchen. Nee. Wo ist mein Mason? Da. Rock Blocks. Weapon Rack. Quern. Millstone. Nein, im Augenblick nichts, was wir da bräuchten. Was? Hunting Vermin? Hunting Vermin for Food? Hä? Ich hab doch noch Essen. Warum macht die Küche nichts? Ich hab doch keine Nachricht gekriegt, oder? Needs unwrapped cookable solid item. Hunting Vermin for Food. Okay. Sind die so hungrig und verzweifelt, dass sie jetzt... The Guild Representative? A Caravan. A Ranger? Okay.
Ein repräsentativ. Zeig mir mal die Civilians. Ah ja, The Green Ram. Die Gnome schicken mir also doch tatsächlich eine Karawane. Okay. Das heißt, ich brauche meinen Broker. Nee. Trader. Und ich brauche Goods. Glas, Powders, Metal Bars, Seeds, Powders, Sandbag, Bags. Nein. Ich habe Stein, was ich verhandeln könnte. Ich habe aber keine Finished Goods. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Und die Toten laufen? Dwarf-Pestenkorps? Succubus-Korps? Was? Warum? Und Clockwork-Sachen. Ja, und Tote kommen auch. Warum wollen jetzt Untote in meine Festung eindringen? Ich hoffe mal, die haben irgendwelche... Ja, Hammer-Gnomen haben sie und Ex-Gnomes, okay. Das heißt, die müssten sich mit den paar Untoten messen können. Oder? Ja, nur noch die Succubus-Leiche ist übrig. Wow, die sind aber irgendwie schnell. Ich könnte Crafts gebrauchen, ganz ehrlich. Und der braucht immer noch Architektur. Und ist es active, die Crafts Making? Nein. Wahrscheinlich, weil mein Stonemaker gerade Sachen im Stockpile platziert. Okay. Nicht so gut. Ich habe ja eigentlich erwartet, dass die Karawane wirklich erst kommt, wenn ich einen Seismic Telegraph gebaut habe. Aber so wie es aussieht, ist die das Masterwork Modpack auch noch nicht perfekt. So, die entladen jetzt ihr Zeug. Ist mein... Nein, der dumpt noch Items. Der ist also nicht am Depot. Warum wird Ragiman seit einer Woche vermisst? Warum passieren hier Sachen, von denen ich nichts mitkriege? Hä? Warum? So, der untote Succubi, der streift immer noch hier rum. Worauf der auch immer wartet. Ich check's echt nicht, wo war Ragiman? Ich meine, so unübersichtlich ist unser Fort noch nicht, dass er hier irgendwo verschwinden konnte.